Hallo zusammen. Fotografieren in Harz und Elbsandstein, die schönsten Fotospots in der Neuauflage. Ist jetzt verfügbar, der Verkauf hat begonnen und wir versenden das auch jetzt zeitnah. Gegenüber der alten Auflage hat sich Folgendes getan. Wir haben 40 Seiten mehr. Dementsprechend ein paar Fotospots sind rausgefallen, ein paar neue sind reingekommen, neue Informationen aktualisiert bzw. auch Fotos aktualisiert. Insbesondere der Philipp Zieger war sehr, sehr fleißig für uns unterwegs. Außerdem haben wir das neue Layout, was wir jetzt halt bei den neueren Sachen haben, bei den neueren Magazinen haben, haben wir natürlich übernommen. Es ist das alte Papier wie immer, sehr, sehr hochwertiger Druck natürlich mit 400 dpi, nicht 300 dpi, wie andere gute Magazine drucken, andere drucken mit noch weniger. So dass es wirklich Spaß macht, sich das aufzuheben, ins Regal zu stellen. Und weil es zu schade ist, zu mitnehmen, haben wir die Beilage. Der Sebastian hat sich da vor allem reingekniet. Und da sind die Fotospots nochmal drin. Hier der Gambrik zum Beispiel, Gorisch. Nochmal das Zielfoto, das eine interessante, kurze, man sieht es ja hier, kurze Karte dabei, kleine Übersichtskarte dabei. Wir haben eine Google Maps Karte gebaut mit einem Barcode drin, sodass du dann halt eben über Google Maps direkt dich navigieren kannst und so weiter. Und also vor Ort nur das mitnehmen musst. Das ist besonders stabiles Papier. Das alt außen kann man nicht, das innen drin ist normales Papier, aber das außen ist so ein spezielles Papier, das man eben nicht zerreißen kann. Also das Ding ist relativ robust und darf auch mal so einen Tropfen nicht unter Wasser packen. Aber so einen Tropfen Wasser darf es auch mal abbekommen. Außerdem, wer jetzt bestellt, die ersten Besteller kriegen so ein Probepack, ist das so ein Doppelpack, also sind zwei drinnen. Handwärmer von The Heat Company. Sehr, sehr praktisch. Wir waren damit jetzt in den Dolomiten unterwegs und dann, ne, kennst du das, man sitzt irgendwo, wartet aufs Licht und friert ja dann immer. Oder ist immer praktisch, wenn man so ein warmes Ding hat, dass man halt irgendwie in die Handschuhe stecken kann oder in die Hosentasche oder Jackentasche oder wie auch immer. Es hat, solange es hat, begrenzt natürlich. Begrenzt ist auch die Auflage. Wir haben, es ist ein Nachdruck, also ich habe jetzt nicht die normale Auflage gemacht, sondern eine kleine Auflage. Es hat, solange es hat. Und der Vorverkauf ist schon sehr, sehr gut angelaufen. Also es hat gar nicht mehr so furchtbar viele. Ich habe schon wieder zu wenig bestellt, glaube ich. Ganz kurz noch, Harz und Elbsandstein. Es gibt dort natürlich Nadelwald, aber vor allem auch viel Laubwald. Dementsprechend ist der Oktober natürlich der schönste Monat. Oder der Mai, übrigens auch so ein heißer Tipp. Gerade Elbsandstein, im Mai hast du häufig abends Regen. Es kühlt über Nacht ziemlich ab. Es gibt dann morgens Nebel. Und das ist natürlich immer das Schönste, gerade im Elbsandstein. Morgens Nebel drin. Das ist viel, viel schöner wird Deutschland nicht als Nebel und Sonne im Elbsandstein. Das ist schon ziemlich, ziemlich weit oben. Aber auch der Harz ist natürlich schön. Auch da haben wir ein paar sehr schöne Spots. Wir haben auch neue Spots noch entdeckt dieses Jahr, die wir da natürlich mit reingenommen haben. Falls du es dir kaufst, wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erfolg bei deiner Fototour. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ich hasse so Werbedinger. Wenn ich eins nicht kann, dann verkaufen. Ne? Naja, habe ich gesagt, es ist hochwertig. Habe ich schon gesagt, dass es hochwertig ist? 140 Seiten? Ich habe wieder nur die Hälfte gesagt. Ne? Bräuchte echt so einen Marketing-Typen. Aber ist auch doof. Ich will denen ja auch nicht zuhören. Aber reinschauen.